Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Teil von den Shiva News. Ja, warum nenne ich das Ganze jetzt Shiva News und nicht einfach nur Infovideo? Aus dem einfachen Grund, weil das ganze Video ein bisschen länger werden könnte und dann ist es eigentlich schon mehr als nur eine Info. Dementsprechend habe ich mir gedacht, nenne ich das Ganze einfach jetzt mal Shiva News. Und ja, in diesem Video könnt ihr halt erfahren, was aktuell so läuft auf meinem Kanal, was bald zu Ende geht, was es an neuen Projekten geben wird, was mit bestimmten Projekten passieren wird und so weiter und so fort. So, ich würde sagen, ich fange dann einfach mal direkt an. Aktuell laufen auf meinem Kanal ziemlich viele Projekte. Und zwar halt einmal die Farmies laufen, das ist das Sims 3-Projekt. Die Sims 4 100 Baby Challenge läuft auch noch. Ganz neu gestartet ist das Lara Croft and the Temple of Osiris Together Let's Play mit Tyrafines Vater und John McCloud. Außerdem läuft noch Tales of Zestiria Final Fantasy X Project Zero 5. Christmas Eve läuft immer noch das Together mit Tyrafine. Rune Factory Oceans läuft und ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, das war's. Ja, nee, Zelda habe ich vergessen. Genau, so Zelda The Wind Waker läuft ja auch noch. Und das sind natürlich sehr viele Projekte, was allerdings gar nicht schlimm ist. Also das macht gar nichts, dass es so viele Projekte sind. Das sind im Moment halt die am laufenden Projekte. Und jetzt möchte ich euch noch erzählen, welche Projekte bald zu Ende gehen. Und das wären das Projekt Final Fantasy X ist bald zu Ende und Project Zero 5 ist bald zu Ende. Und bei Final Fantasy X und Project Zero 5 wird es noch irgendwann Bonusparts kommen, beziehungsweise geben. Aber ich weiß nicht wann, weil ich möchte mich da auch nicht zu zwingen. Deswegen sage ich nur, es wird irgendwann Bonusparts dazu geben. Sprich bei Project Zero 5 die anderen Enden, die es noch so gibt. Bei Final Fantasy X sind es dann ja gewisse optionale Dinge, die man machen kann, die ich jetzt einfach nicht mehr vorher gemacht habe. Und ja, da werde ich nur sagen, dass es halt sowas irgendwann geben wird. Werde mich da aber jetzt nicht drauf festlegen, wann es das geben wird, weil ich muss dann halt auch gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Und dementsprechend, das war es dann eigentlich auch schon mit dem Thema, was aktuell läuft und was bald zu Ende ist. Und ja, da möchte ich euch nun auch sagen, was mit bestimmten Objekten passiert. Ach so, Moment. Was aktuell auch noch zu Ende, fast zu Ende ist, ist natürlich die Christmas, nicht Christmas Story. Christmas Eve ist auch fast zu Ende. Das heißt, das haben wir auch fast durch. Beziehungsweise es ist schon fertig aufgenommen, aber es ist halt noch nicht fertig hochgeladen. Aber das ist jetzt auch in ein paar Tagen ist das auch zu Ende. Und wie gesagt, Final Fantasy X ist bald zu Ende und Project Zero 5 ist auch bald zu Ende. Tales of Zestiria geht natürlich noch weiter, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Rune Factory Oceans sowieso. Zelda wird auch noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis das mal durch ist. Von der 100 Baby Challenge brauche ich gar nicht reden, wie lange das noch dauern wird. Und ja. Lara Croft and the Temple of Osiris wird natürlich jetzt auch noch eine ganze Weile gehen, weil wir ja gerade erst angefangen haben. So, als nächstes möchte ich mit euch darüber reden, was mit bestimmten Projekten passiert. Und zwar muss ich ein Projekt leider pausieren. Und zwar, ich denke, manche haben es sich eventuell schon gedacht. Und zwar ist es leider Zelda The Wind Waker. Ich muss leider Zelda pausieren. Das hat jetzt folgenden Grund. Nicht, dass ich keinen Spaß dran habe. Ich habe Spaß an dem Spiel. Es macht wirklich sehr viel Spaß, da rumzuhüpfen und alles zu entdecken und so weiter. Das Problem ist nur, mein Wii U-Pad für die Nintendo Wii U, Mensch, ist kaputt. Also es funktioniert noch. Aber es gibt einen Fehler im linken Analogstick und das ist ausgerechnet der Analogstick, mit dem man laufen kann. Und das Problem ist einfach, bei Zelda muss ich natürlich ständig nach oben steuern mit diesem linken Analogstick, damit er eben nach vorne läuft.
Und da ist dann halt auch das Problem, weil ausgerechnet die nach oben Funktion hat einen Defekt. Das heißt, wenn ich nach oben drücke und den Analogstick dann loslasse und nicht mehr drücke, läuft die Figur trotzdem weiter nach vorne. Und das ist, finde ich, gerade in Zelda ein unglaublich großes Problem, weil dadurch passiert es mir einfach ständig, dass ich irgendwo abstürze, ständig, dass ich irgendwo vorbeilaufe oder sonstiges. Oder eben, was ich halt auch schon hatte, dass wenn ich den Enterhaken benutze, dass sich die Figur einfach weiter fortbewegt und wenn ich das dann nicht merke, falle ich eben in ein Loch. Und ja, das ist ziemlich nervig, weil ich möchte natürlich auch Spaß am Spiel haben und im Moment bin ich nur noch darauf konzentriert, nicht zu vergessen, den Analogstick, nachdem ich ihn nach vorne gedrückt habe, nochmal nach hinten zu drücken beziehungsweise nach oben zu ziehen oder so, damit das aufhört, damit die Figur sich einfach wirklich nicht mehr bewegt. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses Projekt erstmal zu pausieren, damit ich nicht irgendwann wirklich an den Punkt komme wegen dem Controller, dass ich sage, so ey, das Spiel ist voll blöd, weil Link bewegt sich ständig, ne? Und deswegen werde ich das jetzt so lange pausieren, bis ich einen neuen Controller habe. Das Problem ist nur, so ein neuer Controller kostet halt auch mal eben 50 Euro und diese 50 Euro habe ich im Moment nicht. Warum ich diese 50 Euro im Moment nicht habe, das werde ich euch auch noch gleich erklären. Aber auf jeden Fall muss ich halt dann warten, entweder bis, keine Ahnung, ich mir 50 Euro irgendwann mal zugeflattert kommen und ich mir das holen kann oder eben bis zu meinem Geburtstag und ich sagen kann, so, ich wünsche mir diesen Controller zum Geburtstag. Und ja. Für diejenigen, die es wissen, ich habe im Mai Geburtstag, also das kann ein bisschen dauern. Das heißt, so lange ist erstmal selber pausiert, weil ich möchte mir das Spiel nicht kaputt machen aufgrund der defekten Technik. Und ich denke, das ist dann auch die bessere Entscheidung, als wenn ich mich jetzt nachher durch das Spiel quäle mit einem kaputten Controller. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das. Ich denke, ihr könnt es verstehen, weil mir wurde auch schon in die Kommentare geschrieben, ich sollte mir wirklich mal einen neuen Controller holen. Und ja, es stimmt, ich muss mir wirklich da was Neues holen. So, das war auf jeden Fall der Punkt. Weitere Projekte werden auch nicht pausiert. Das heißt, der Rest läuft ganz normal weiter, weil da habe ich halt auch keine Defekte oder sowas. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Rune Factory Oceans. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass das Ganze ein Wochenendprojekt wird. Sprich, Rune Factory Oceans wird dann nur noch samstags und sonntags kommen. Und das habe ich deswegen jetzt gemacht, weil Rune Factory ist nun mal ein sehr großes Spiel und man musste auch einiges machen. Man kann Items farmen, man kann Monster farmen, man kann leveln und man hat eine ganze Menge zu tun und ich möchte eigentlich nicht die Parts füllen mit so, ich gehe jetzt mal hier leveln 20 Minuten lang, das möchte ich nicht. Dementsprechend habe ich mir überlegt, mache ich das Ganze immer so am Wochenende, weil dann habe ich nämlich in der Woche hoffentlich dann auch mal Zeit. Ich meine, ich habe dann 4 Tage Zeit, um wenigstens mal einmal in Rune Factory ein bisschen zu leveln oder ein paar Items zu sammeln und so weiter. Ich werde natürlich keine Quests oder Aufgaben, Aufträge, so heißen die, werde ich natürlich nicht ohne euch machen. Das heißt, ich werde in der Geschichte nicht weitergehen. Es geht mir nur darum, zu leveln oder eben mich mit diesem Farmsystem auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Deswegen wird das ganze Projekt nur noch am Wochenende kommen. Dann habe ich nämlich, wie gesagt, 4 Tage lang Zeit, um mich da ein bisschen drum zu kümmern. Und ich werde mit Sicherheit nicht jeden Tag Zeit haben dafür. Dementsprechend, ja, ich denke, das passt dann so. Und außerdem habe ich mir auch überlegt, aber das ist eigentlich ein anderes Thema, deswegen sage ich das jetzt nicht. Ah, sehr schön, wie ich hier einfach anfange und dann aufhöre. So, kommen wir noch zu einem anderen Projektchen, wo ich, wo ich eigentlich jetzt schon des Öfteren gesagt habe, dieses Projekt kommt nur, wenn meine Kinder Lust haben. Genau, es geht nämlich um Animal Crossing Amiibo Festival und habe mir jetzt überlegt, um diesen ganzen Fragen entgegenzuwirken, so dieses wann kommt Amiibo Festival, um den ganzen Fragen einfach mal entgegenzuwirken, nehme ich dieses Spiel nun aus dem Upload-Plan raus. Sprich,
Sollten meine Kinder Lust haben, das mal wieder aufzunehmen mit mir, dann gibt es ein paar Parts, die ich irgendwo dazwischen stopfe und dann ist gut. Das heißt, das Projekt an sich kommt aus dem Upload-Plan raus, weil ich es einfach nicht zu 100% zusichern kann, dass an dem Tag wirklich Amiibo Festival kommt, weil meine Kinder, so habe ich das Gefühl, doch eher so langsam die Lust an dem Spiel verloren haben. Und ich will sie jetzt auch nicht dazu zwingen oder überreden. Dementsprechend nehme ich es dann lieber raus. Und sollten sie irgendwann mal wieder Lust haben dazu, dann werde ich das auch aufnehmen. Und dann gibt es halt mal wieder vier Parts. Weil ein so ein Monat Spielzeit sind ja ungefähr vier Parts immer. Dementsprechend, so werde ich das dann halt jetzt handhaben. Und da bitte ich dann einfach auch nur um das Verständnis dafür. Also, es ist nicht böse oder so gemeint, aber ich möchte halt einfach dem Ganzen entgegenwirken. Und es ist natürlich auch blöd, wenn es im Uploadplan drin steht und dann nicht kommt. Das kann ich auch verstehen. Ist nun mal blöd. Dementsprechend nehme ich das Ganze jetzt raus aus dem Uploadplan. Und wenn, wie gesagt, die Kinder Lust haben, dann kann ich was aufnehmen. Dann packe ich das irgendwo dazwischen. Und dann und dann und dann. So. Das war das Thema Amiibo Festival. Nächster Punkt bei der Tagesshow hier. Ja, neue Projekte. Yippie! Ja, ich habe mir überlegt, ich habe gar keine Lust irgendwie, da ständig so ein Geheimnis draus zu machen. Dementsprechend werde ich es jetzt einfach frei Schnauze euch erzählen, was für neue Projekte in diesem Monat, in dem Monat Januar kommen werden. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich schon alle Projekte sind. Dementsprechend, das sind auf jeden Fall die Projekte, die ich geplant habe. Und da hätten wir halt einmal am 19.01. kommt nämlich ein neues Resident Evil raus. Wobei eigentlich ist es ein altes Resident Evil, soweit ich weiß. Aber das ist ein Resident Evil, das nennt sich Resident Evil 0 oder 0 oder so. Eigentlich weiß ich es gar nicht. Und das gab es wohl damals für die GameCube. War das die GameCube? Ich weiß es nicht. Ich habe die GameCube nie gehabt. Dementsprechend ist dieses Spiel komplett an mir vorbeigegangen. Und das wird es halt ab dem 19.01. als HD-Remake geben. So wie halt den Resident Evil 1 Teil als HD-Remake gab oder so. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich diesen Teil, wie gesagt, auch nicht kenne. Das heißt, das Spiel ist dann auch blind und das wird mit Sicherheit sehr lustig, vielleicht auch gruselig. Wer weiß, wir werden uns überraschen lassen. Das läuft auf jeden Fall hoffentlich ab dem 19. Wenn ich das Spiel vorher nicht kriege oder es nicht irgendwie runterladen kann. Also manchmal gibt es ja bei diesen Runterladespielen immer dieses Dingen von wegen erst ab 18 Uhr. Das wäre mir natürlich dann zu spät, dann würde das Spiel halt erst am, weiß ich nicht, 20. oder so starten. Mal gucken. Auf jeden Fall wird das eins der neuen Projekte sein. Das zweite neue Projekt wird ein neues Together werden. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf, weil ich das Spiel mir damals gekauft hatte, es eigentlich alleine spielen wollte. Und dann wurde mir aber gesagt, alleine sollte ich das lieber nicht spielen, zu zweit würde das mehr Spaß machen. So, und ja, ab da habe ich dann eigentlich gesucht nach jemandem, der das Spiel erstens mit mir spielen möchte, zweitens es dann am besten auch für das System hat, für das ich das habe, und drittens es auch wirklich mit mir spielen möchte, ne? Also auf jeden Fall habe ich irgendwie nie jemanden gefunden für das Projekt und jetzt habe ich jemanden gefunden und die Rede ist natürlich von Resident Evil 6. Ja, ich will endlich auch Resident Evil 6 spielen. Ich habe es mir damals gekauft, die ersten 10 Minuten oder so angetestet, dieses komische Tutorial habe ich gemacht und dann die ersten 5 Minuten oder 10 Minuten aus dem ersten Szenario. Und dann habe ich es nie wieder angefasst und dementsprechend freue ich mich natürlich umso mehr darauf, dass ich es nun endlich mal spielen kann, weil ich wollte es einfach nicht alleine machen. Ich wollte dafür immer jemanden haben, der bei mir ist und das wird dann halt auch bald starten. Und da bin ich sehr gespannt, wie euch das gefallen wird. So, und das letzte Projekt, was auf jeden Fall im Januar starten wird, ist, ich denke, viele von euch können sich schon denken, welches Projekt das wohl sein wird, denn
Ich warte da natürlich auch schon länger drauf, aber weil ich eine gewisse Konsole nicht habe, konnte ich es bisher nicht spielen und musste darauf warten, dass die PC-Version rauskommt. Und die Rede ist natürlich von Rise of the Tomb Raider. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Bin ich sehr gespannt, denn ich habe bisher nur Gutes von dem Spiel gehört. Und dementsprechend freue ich mich da auf jeden Fall sehr drauf. Und ich wollte jetzt auch nicht warten, bis die PlayStation 4 Version rauskommt, weil die nämlich noch ein ganzes Jahr dauert. Und da ist mir einfach die Gefahr zu groß, dass man mich in diesem ganzen Jahr dann irgendwie spoilert. Und das wollte ich einfach nicht. Und dementsprechend könnt ihr euch drauf freuen. Bald kommt Rise of the Tomb Raider. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, das waren im Grunde alle neuen Projekte. Und dann würde ich sagen, reden wir noch darüber, über den Start der Dschungelcamp Challenge. Denn das kommt ja auch neu, allerdings nicht im Januar, deswegen habe ich das jetzt als extra Punkt gemacht. So, ich habe mir gedacht, dass ich die Dschungelcamp Challenge ganz gerne am 8. Februar starten würde. Ich hatte euch ja Zeit gegeben, bis Ende Januar mir ein Sim zu erstellen. Das Ende Januar, das werde ich jetzt etwas vorziehen. Und zwar auf den 28. Januar, weil nämlich verdammt viele Sims schon eingesendet wurden und ich mit Sicherheit eine halbe Ewigkeit brauche, um von den ganzen Sims Favoriten-Sims auszusuchen, um davon dann wieder Favoriten-Sims auszusuchen, um davon dann die 8 Sims auszuwählen, die in das Camp kommen. Und dementsprechend gebe ich euch halt jetzt noch bis zum 28. Januar Zeit. Und am 8. möchte ich dann ganz gerne mit der Challenge starten. Das Ganze wird natürlich dann auch wieder so sein, dass ich halt solche Straw Polls mache, wo ihr dann nachher wieder auswählen könnt und so weiter. Aber ich denke, das werde ich nochmal in einem separaten Video erklären, in diesem Video, wo ich dann natürlich auch die Kandidaten wieder vorstelle für das Camp. So, ich hatte vorhin gesagt, dass ich im Moment keine 50 Euro habe für einen Controller. Das hat seinen Grund und diesen Grund möchte ich euch nun nennen. Ja, im August hat mich anscheinend der Teufel geritten oder sowas. Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall wollte ich halt schon immer eine Nintendo 3DS haben mit einer eingebauten Capture Card. Warum eine Capture Card? Ganz einfach, weil ohne Capture Card kann man nicht von einem Nintendo 3DS aufnehmen. Höchstens, wenn man es mit irgendeiner Kamera abfilmt. Und das ist natürlich qualitativ unterirdisch hoch 10. Dementsprechend wollte ich so ein Ding haben. Das Problem ist nur, diese Dinger sind dann schweineteuer. Kosten so, wenn man jetzt seinen eigenen Nintendo 3DS einschickt zum Umbauen, kostet das glaube ich so 250 Euro. Wenn man einen Nintendo 3DS neu mit der Capture Card schon fertig installiert haben möchte, dann kostet das mal eben so 440 Euro. Und ja, dann kommt es allerdings noch drauf an, ob man das Ganze in Deutschland oder eben in Japan kauft. Und der deutsche Händler war zu dem Zeitpunkt letztes Jahr August leider ständig ausverkauft. Und zwar schon seit sehr vielen Monaten. Und weil ich es natürlich dann nicht abwarten konnte, habe ich mir so ein Gerät in Japan bestellt. Und das ist halt jetzt so das große Fiasko an dem Ding, denn ich habe dort 500 Dollar für ausgegeben für dieses Teil und habe es bis heute nicht bekommen. Und bin deswegen tierisch, sauer, genervt, wie auch immer. Denn eigentlich wollte ich so gerne Story of Seasons irgendwie machen. Und das alles fällt irgendwie flach. Und ja, ich habe mal eben 500 Dollar in den Wind geschossen sozusagen. Und ja, jetzt ist etwas passiert. Und zwar hatte ich die Möglichkeit von dem deutschen Händler sozusagen, beziehungsweise von jemandem aus dem Forum, ein Nintendo 3DS mit Capture Card
abzukaufen. Das heißt, es ist ein gebrauchtes Gerät, was trotzdem 440 Euro gekostet hat. Das ist schon ganz schön heftig dafür, dass es gebraucht ist. Aber immerhin habe ich auf diesem Gerät sogar noch 2 Jahre Gewährleistung von dem deutschen Händler. Und dementsprechend bin ich damit sehr zufrieden. Die Bezahlung ist schon gemacht. Mir wurde auch schon eine Versendungsnummer geschickt, die halt dann aktiviert wird, beziehungsweise das Paket wird dann halt weggebracht, sobald das Geld auf dem Konto eingegangen ist. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, denn dann ist es mir nun auch endlich möglich, Nintendo 3DS-Spiele zu Let's Playen. Und da freue ich mich einfach mega drauf. Und ich hoffe einfach mal, dass das dann auch alles funktionieren wird, so wie ich mir das vorstelle. Und ja, dementsprechend ist natürlich dann auch bei der Kategorie neue Let's Plays, kann es natürlich dann auch sein, dass ein Nintendo 3DS Let's Play dazu kommt, was allerdings nicht Animal Crossing New Leaf werden wird. Das kann ich schon von vornherein sagen, ich möchte nicht Animal Crossing New Leaf spielen. Und ja, ich habe natürlich trotzdem auch ein paar andere tolle Spiele. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, was für Spiele das so sind, aber das mache ich nicht. Ich werde mir da einfach eins raussuchen und dann mal gucken, wie es ankommt. Und mal gucken, vielleicht mache ich ja auch Story of Seasons, weil ich das Spiel total toll finde. Und ich weiß es noch nicht. Also da bin ich auch recht offen für Vorschläge, solange sie nicht mit Animal Crossing New Leaf zu tun haben, bin ich da wirklich sehr offen. So, das war auf jeden Fall der Punkt Technik. Der Technikpunkt. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, ich habe sogar wirklich was vergessen. Und zwar Livestreams. Ja, ich habe vor meinem Umzug jeden Samstag einen Livestream gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, jeden Samstag einen Livestream zu machen, aber ich möchte gerne wieder einen Livestream machen. Und jetzt kommt das große Oha, denn ich möchte die Livestreams wieder nach Twitch verlegen. Sprich, wenn ich in Zukunft einen Livestream mache, dann werde ich das Ganze auf Twitch machen. Und jetzt noch das Wichtigste, wenn ich in Zukunft einen Livestream mache, werde ich keine große Ankündigung auf YouTube mehr machen. Weil mir dieses ganze extra Video, auch wenn es nur so ein 5-Sekunden-Video ist, ich muss das hochladen und dann können das alle sehen in dem Augenblick und dann kann ich es eigentlich nur löschen, weil sonst müsste ich ja jedes Mal wieder ein neues Video dafür machen und da habe ich gar keine Lust zu. Nee. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, werde ich einfach nur noch eine Ankündigung machen, wenn ich mal einen Livestream mache, so, keine Ahnung, 2 Stunden vorher auf Twitter und auf Facebook. Und diese Seiten könnt ihr euch angucken, ohne dass ihr dafür angemeldet sein müsst. Also ihr könnt da einfach dann auf den Link gehen bei meinem Kanal. Und selbst wenn ihr keinen Twitter-Account habt und keinen Facebook-Account, könnt ihr trotzdem lesen, was da drin steht und was da so gepostet wurde, weil es eine öffentliche Seite ist. Und dementsprechend, wenn ihr da einfach freiwillig immer gucken wollt, ob ich streame, dann könnt ihr da gucken. Wenn ihr seht, nee, da ist nichts, dann geht er halt wieder weg. Wenn ihr seht, oh, sie streamt, dann kommt er halt nach Twitch. So, und ja, auf jeden Fall werde ich das halt nur noch in Facebook und Twitter ankündigen. Und das war's dann auch. Und ich glaube, ich bin jetzt endlich mal fertig. Achso, zu den Ankündigungen von, also Livestreams. Ich habe mir überlegt, Livestreams immer nur abends, finde ich irgendwie blöd. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich die Livestreams vielleicht auch mal so tagsüber mache. Weil zum Beispiel am Wochenende kann ich das eigentlich ganz gut machen. Da ist ja dann auch mein Mann hier, da könnte ich dann auch sagen, ich gehe jetzt mal einen Livestream machen und muss dann aber nicht bis in die Nacht hier immer sitzen und Spiele spielen. Dementsprechend, ich muss mal gucken, zu wie viel Uhr die Livestreams dann kommen und wie gesagt, ich werde nur noch kurze Ankündigungen machen. Was wir dann so spielen werden, weiß ich nicht. Eventuell hatte ich die Idee, dass wir dann halt da auch einfach so ein bisschen Rune Factory zum Beispiel spielen, weil ich mir denke, das Spiel bietet sich dafür auf jeden Fall an. Ich könnte dann zusammen mit euch ein paar Monster sammeln und eure Namen dafür benutzen.
Oder keine Ahnung, irgendwelche andere Sachen machen und ihr könntet mir dann halt ein bisschen helfen. Zumindest die, die sich mit dem Spiel auskennen. So, und jetzt habe ich echt mega lange gequatscht. Es gab viele tolle Neuigkeiten und ich würde sagen, wer das Video bis hierhin geguckt hat, kriegt auf jeden Fall einen Keks von mir. Einen virtuellen natürlich nur, ne? Der virtuelle Keks, hier ist die Schüssel. Und wir sehen uns und hören uns in den normalen Projekten wieder. Bis dahin. Tschüssi!